Hop, hop. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video bei KTE Friends. Morgen geht's für mich aufs Turnier zu LV Stable. Es ist gerade 23.40 Uhr und ich stelle mir jetzt dann auch noch schnell den Wecker, dass ich morgen dann pünktlich aufstehe. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich fahre ja heute aufs Turnier und das ist jetzt mein Outfit for the day. Also ich habe diese Oceans Apart Leggings an. So, meine Pferde stehen schon bereit. Und unter der Jacke liegt noch Max. Und hier ist meine Kamera. Und wir fahren jetzt gleich los. Falls ihr euch fragt, nein, ich habe noch keinen Autoführerschein. Aber ich muss nämlich Kilometer fahren für meinen Führerschein. Deswegen, jo. Bin ich auch schon angekommen bei Felix und habe dann noch meinen Pferden Turnierzöpfe eingeflochten. Hier waren die Schleifen, die es zum Gewinnen gab. Und dieser Turnierplatz war auch echt cool. Die Turniervorbereitungen laufen noch auf Hochtouren. Um circa 14 Uhr waren die anderen dann auch schon da. Keep me honest, keep me true. I ain't gonna tell no more lies to you. Cause you are the love of my life. You are the love of my life. And there ain't nothing gonna break us apart. So, wir wärmen uns jetzt fürs Springreiten auf. Hier sind noch die anderen Pferde von den anderen. Ja, also das ist Snow, das ist Tiramisu und das ist Luna. Okay, genau, das ist Luna. Und das sind die Pferde noch von Felix, also das ist Heros, Catania und Ashley ist auch da irgendwo unterwegs. Und hier sind eben meine Pferde, Donna. Sie hat da voll das süße Mäschchen und Max und Danny. Und ich werde jetzt mit Danny springen und mit Max Geländerspringen machen. Jo. Vor dem Springen war aber dann noch die Siegerehrung von der Dressur. Und ich bin mit Nuno Erste geworden in der S-Dressur und mit Donna Zweite. Ich bin sehr stolz auf die beiden. Dann war hier auch das A-Springen mit Danny.
Und noch das E-Springen mit Danny. Leider hatte ich hier einen sehr dummen Fehler, und zwar habe ich die Stange leider gerissen. Das war auch der Grund, warum ich dann im E-Springen mit ihr Vierte geworden bin. Nach dem Springen war auch die Siegerehrung noch vom Springen. Im Garten von Felix war noch so eine kleine Aufwärmgeländestrecke, bevor es dann richtig in den Waldgeländespringen ging, weil es auch eine Prüfung im Geländespringen gab. So, also wir sind gerade auf dem Weg zur Geländestrecke. Hier ist Ashley, hier ist Max und das ist Luna, Snow und Amaretto. Ja. Wir sind gerade im Wald Geländespringen und wir haben jetzt die Geehrung und mal schauen, welchen Platz wir bekommen. Mal schauen. Den ersten Platz belegt Hanna auf Max mit einer Zeit von 8 Sekunden und 0,5 Hundertstel. Dankeschön. Danke, danke. Mit einer Zeit von 9,96 Sekunden. Glückwunsch. Dann bin ich noch auf Ashley geritten. Jetzt seht ihr mich noch Gelände springen. So, wir waren jetzt auch schon im Geländespringen. Und ich habe die Schleife verloren. Ja, Felix war mit Ashley zweiter Platz, aber er hat seine Schleife leider verloren. Und ja, ich bin mit Max Erste geworden im Geländespringen. Voll gut. Nach dem Geländespringen haben wir dann noch was gegessen und dann wurden die anderen auch schon abgeholt. Und ein bisschen später wurde ich auch dann abgeholt. Wie ihr seht, sind wir auch jetzt schon auf den Heimweg. Und bitte Leute, schaut euch mal diesen wunderschönen Sonnenuntergang an. So, ich bin jetzt schon wieder vor einer Weile nach Hause gekommen und ich habe irgendwie ganz vergessen, euch die Zöpfe zu zeigen. Also hier hat einmal Danny so Zöpfe und einmal Nunu. Also Nunu hat ein bisschen andere, aber die von Nunu, die waren mit Stecknadeln noch ein bisschen niedergesteckt, aber die habe ich dann Felix wieder zurückgegeben, weil ich mir die halt von Felix ausgeliehen habe. Die gehören eigentlich auch Felix, aber die bekommt er dann, wenn wir uns das nächste Mal treffen, wieder. Und ich war eigentlich sehr erfolgreich. Also ich bin sehr, sehr stolz auf meine vier Pferde, also auf Donna, Max, Nunu und Danny.
Also hier sind die ganzen Schleifen. Also wie ihr seht, habe ich 3 erste Platzschleifen, eine dritte und eine zweite. Ja, aber die dritte habe ich eigentlich nicht gewonnen, also die habe ich eigentlich so bekommen. Urkunden gab es auch noch, aber die sind jetzt leider ein bisschen zerknittert von meinem Rucksack. Aber ich denke, ich werde die einfolieren oder so. Also einmal hier mit Danny im E-Springen bin ich Vierte geworden, weil da habe ich es ein bisschen verkackt. Da habe ich nämlich einen Sprung leider gerissen und deswegen ja, sind wir dann nur Vierte geworden. Aber dann bin ich beim A-Springen Erste geworden mit Danny. Dann beim S-Dressur bin ich mit, ich weiß gar nicht, ich glaube ja eh mit Nunu geritten, bin ich, nein, das war mit Donner. Mit Donner bin ich Zweite geworden und in der S-Dressur mit Nunu bin ich Erste geworden. Also, ja. Und dann im Geländespringen bin ich mit Max auch Erste geworden. Und hier ist noch dieses vom Geländespringen, dieses Protokoll. No. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal bei Kati Friends. Tschüss!